Und willkommen zurück zum 42. Part von Sacred Kampagne Angaria. Das letzte Mal haben wir diesen Auftrag von Schweinebacke erledigt. Ich habe hier jetzt einen Forstring erhalten, den kann ich noch gebrauchen. Leider nichts betreffend Klingsor, aber was soll's. Vielleicht bei einem der nächsten Aufträge. Ich habe hier noch die Schriftrolle der Subkari, die habe ich noch nicht eingelesen. Logbuch. Subkari, das ist hier. Die Subkari hat den Aufbau der Feste überwacht, aber ihre Macht sollte nun für den Schutz der Glyphen verwendet werden. Andukar schuf Dimensionstore, durch die er jeden Subkari mit einer Glyphe schickte. Sie sollten alle auf der anderen Seite ihres jeweiligen Dimensionstores verharren und bis in alle Ewigkeit die Glyphe mit ihrem Leben beschützen. Sie taten, wie ihr Herr geheißen hatte. Sollte es jemand wagen, die Glyphen zu erobern zu wollen, hätten sie mit den Dämonenfürsten gewaltige Gegner. Doch damit diese die Glyphen noch besser geschützt waren, formte die Andukar die Nagaya. Diese Fürstengarde wurde den Subkari unterstellt und folgte diesen gehorsam gegen jedweden Gegner, der sich den Dämonenfürsten entgegenstellen sollte. Andukar schickte sie durch die Dimensionstore zu den Subkari. Damit war das Tor gesichert, doch Andukar genügte dies nicht. Auch die Kreaturen der Todestiefen, die er an sich binden konnte, waren ihm zu wenig Schutz. Also schuf er aus Feuer und Hass seine Leibgarde, Wesen, deren dunkle brennende Seele in einer Hülle aus Metall beheimatet waren. Sie waren nicht so stark wie die Dämonenfürsten, doch wie diese... Ich kann es nicht mehr lesen. Ihren Herrn ergeben. Andukar schuf sie in großer Zahl und umgab sich mit ihnen. Ja. Soweit zu den Subkaris. Und ich weiß nicht mehr, welche Häuser ich bereits hier untersucht habe, hier unten. Da ich da plötzlich in den Auftrag von Schweinebacke reingerissen wurde, respektive hier von Lea Joyce. Deshalb werde ich nochmal kurz reinschauen in diese Häuser hier. Hier war ich, gut. Gut. Da, ne, da. Da ist schon wieder wer. Beim Schmied muss ich noch schauen nachher. Ja, immerhin Geld. Es gibt später noch einen Auftrag, bei dem wir sehr viel Geld ausgeben müssen, damit wir diesen überhaupt annehmen können. Ich glaube, das waren irgendwie 100.000 Goldstück oder sowas. Recht hoher Betrag. Aber das ist noch nicht hier.
Immer diese Störung. Also, jetzt der Turm wäre dann das nächste. Da ist nichts, das ist beim Schmied. Kann ich da noch was machen? Hier wäre der Schmied, klingt das Beinchen, muss ich dann, ja, genau. Ach, das ist, ja. Also da war ich, glaube ich, ja, da war ich, genau. Da war ich auch. Da. Beim Turm zurückgehen. Bis zum Kombomeister. Okay. Meister ein anderes Mal. Okay, und was ist hier oben? Okay, die rechte Seite mache ich auf dem Rückweg. Mal schauen, wo ich hier hinkomme. Also hier ist fertig, ja, okay. Da geht's nicht rein. Und jetzt diese rechte Seite, da ist nichts. Auch nicht. Da war ich, genau. Lässt etwas nach. Ich kann mir das nicht so gut merken, wo ich bereits war und wo nicht.
Da oben 20. Ja, die sind nicht so schwer. Die sind ja auf dem gleichen Level wie ich. So, bis hierhin. Bis hier unten. Da gibt es eine Auftraggeberin. Werde ich gleich besuchen. Mache ich halt eben erst diese Seite, bevor ich wieder auf die andere Seite der Stadt gehe. Wenn ich schon mal hier bin. Also, ich glaube, das hatten wir hier. Ja, das hatten wir. Aber das Haus hier hinten da. Und noch dieses Haus da. Genau. Ja, ich glaube, ich habe hier wirklich alles. Also, da unten war ein Schweinebacke. Jetzt kommt hier Tindra Opal. Und was ist Ihr Anliegen? Bitte holt für meine Tochter ein Heilkraut aus dem Bürgerviertel der Stadt. Habt ihr einen Augenblick Zeit für mich? Bitte helft mir. Meine Tochter ist sehr krank und um sie zu heilen, benötige ich ein Heilkraut, das im Bürgerviertel der Stadt wächst. Das Problem ist, dass wir das Abendviertel nicht verlassen dürfen. Darf ich euch fragen, ob ihr mir helfen würdet? Aber sicher. Verzagt nicht. Ich erfülle eure Mission. Zur Zeit der Corona-Krise dürften sie also ihr Viertel nicht verlassen. Okay, ich hab's verstanden. Das gilt aber nicht für den Magier hier. Also, und wo ist das jetzt? Moment, hier, Auftrag, Hilfe für die Armen, ja, da oben war ich auch schon. Also, ich bin hier, der gelbe Punkt, dann hier rum, die Straße rauf und dann links. Ja, es hat schon seine Vorteile, wenn man die Gegend vorher schon aufgedeckt hat. So sieht man besser oder weiß man besser, wo man sich hinbewegen soll. Und hier ist es schon, Heilkraut. Schön. Das war's bereits. Auch ein Übergang, genau. Und die sind schon wieder versammelt hier. Man kann nur kurz dem Gebiet den Rücken kehren, schon sind wieder alle versammelt hier. Ja, das Gift, das bringt's schon. Zudem werden die meisten Gegner betäubt und können sich kurzzeitig nicht mehr bewegen. Das sollte man nie vergessen. Bei der Windböe. Tindra Opal, wir sind bereits hier. Wir sind bereits hier. Okay.
Questübergabe speichern. Zoom, noch einen Schritt und Quick speichern. So. Ich danke euch so sehr, aber jetzt muss ich rasch nach meiner Tochter sehen und ihr das Heilkraut verabreichen. Die Götter mögen über euch wachen. Ach ja, wie erwartet gab es hier nichts außer. Sehr wahrscheinlich war es dieser Ring hier. Ja, ja. Okay, dann werde ich dieses Video wieder mal beenden und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Bis dann.